Seit einiger Zeit tragen sich auf Onkel Dagoberts Schafsfarm in Australien seltsame Dinge zu. Kleine leuchtende UFOs erscheinen und rasieren den Schafen die Wolle ab. Der Schäfer Sundowner und sein Hund Dingo sind bislang machtlos gegen diese nächtlichen Angriffe. Ja, sehr gut gemacht, mein Lieber. Na, scheint ein ordentliches Gewitter zu geben. Lass nur, wenn es doll regnet, nehme ich dich mit unter meinen Poncho. Ah, da sind sie wieder. Die Irrlichter sind wieder da. Oh nein, Hilfe, lauf, Dingo, lauf! Soll doch der alte Dachs sich selber um seine Schafe kümmern, aber keine Schwanzfeder von ihm zu sehen. Doch Onkel Dagobert befindet sich bereits im Anflug. Sein Pilot ist natürlich Quack. Und außerdem sind Tick, Trick, Track und Niki mit von der Partie. Das australische Hinterland, rau, zerklüftet und gefährlich. Was habe ich hier für herrliche Zeiten verlebt? Und warum heißt es Hinterland? Und wohinter ist das Hinterland? Naja, es ist hinter der Vorderseite von, wieso heißt es eigentlich wirklich Hinterland, Herr Duck? Ganz klar, weil, Kängurus! Ich kann's kaum erwarten, eins kennenzulernen. Schnallt euch an, Kinder, wir landen jeden Augenblick bei der Ranch. Und dort werden sie von Sundowner und dem Ranch-Verwalter Duke bereits erwartet. Wird Herr Duck sein, der da kommt? Du hast dich ja nicht sonderlich für den Empfang rausgeputzt, Sundowner. Und du siehst ein bisschen zu rausgeputzt aus, um in dem Aufzug zu arbeiten. Ach komm, du räudiger Pelikan, ich bin immerhin sein Ranch-Verwalter, vergiss das nicht. Oh. Ach, ist das wieder eine holprige Landung. Soll ich abheben und es nochmal versuchen? Seien Sie kein Narr. Aber das von Ihnen zu verlangen, wäre wohl zu viel verlangt. Ach, von mir können Sie doch so ziemlich alles verlangen, Herr Duck. Guten Tag, Herr Duck, und herzlich willkommen. Immer elegant, der gute Duke Duggan. Ah, und Sundowner. Das sind ja 12 Jahre und Sie haben sich nicht verändert. Nur einen neuen Hut habe ich. Ich bin Niki. Kannst du mich nicht mit einem Känguru bekannt machen? Oh, mein Fräulein, wir werden sicherlich eins für Sie auftreiben. Ah, Dingo scheint das kleine Fräulein zu mögen. Tiere sind nämlich meine Lieblingsleute. Was du nicht sagst. Doch unsere Freunde werden von 2 finsteren Typen beobachtet, die zwischen Bäumen versteckt die Situation mit einem Fernglas verfolgen. Es ist tatsächlich der alte Duck. Ja, ich will auch mal sehen. Du erwürgst mich ja, du Armleuchter. Wenn sie anfangen, mit diesem Flugzeug rumzuschnüffeln, müssen wir aktiv werden. Ganz recht, Kumpel. Wir wollen uns Mühe geben, damit der Boss mit uns richtig zufrieden ist. Sie sind ja geschoren wie die Pudel. Und das ist Ihnen furchtbar peinlich. Das kommt von diesen merkwürdigen Irrlichtern, von denen wir Ihnen geschrieben haben. Ja, die ganze Wolle von einem Jahr ist hin. Irrlichter? Was sind denn Irrlichter, hm? Weiß ich nicht, aber als Friseure taugen sie wirklich nicht. Wenn wir diesen Irrlichtern nicht das Handwerk legen, kann ich meine Heidschnucken-Ranch auch gleich verkaufen. Wir beginnen mit der Überwachung aus der Luft. Sie werden fliegen, Duke. Aber Herr Duck, ich bin doch der... Duke ist ein exzellenter Pilot und er kennt die Gegend. Wenn hier was draus werden soll, müssen alle zusammenarbeiten. Jeder tut das, wovon er am meisten versteht. Verstanden? Also Quack, tanken Sie das Flugzeug auf. Und was sollen wir tun, Onkel Dagobert? Gar nichts. Ihr werdet hierbleiben und auf Niki aufpassen. Wir sollen Kindermädchen spielen? Tolle Zusammenarbeit. Dazu fliegt man nach Australien. Jedenfalls haben wir eine ungeheuer wichtige Aufgabe. Als Babysitter hätte ebenso gut jeden anderen... Sie ist weg. Niki, wo bist du? Es hat keinen Sinn. Sie ist verschwunden. Gehen wir lieber wieder zurück, sonst verirren wir uns noch. Sundowners Hund könnte sie doch vielleicht finden. Schnell, kommt! Niki war verschwunden. Sie hatte ein kleines Känguru entdeckt. Und weil sie mit ihm unbedingt Freundschaft schließen wollte, rannte sie ihm hinterher, mitten in den tiefen Busch hinein.
bitte hier, Känguru. Ich möchte mich doch bei dir vorstellen. Ich will nur Freundschaft schließen, Känguru. Ich will nichts aus deinem Beutel stibitzen, ehrlich. Vor mir musst du doch keine Angst haben. So was ich erschreck vor einem Teddybären. Ich kenne viele Freunde von dir, alles Teddybären. Also wirklich, ihr australischen Tiere habt eine komische Art, Freundschaft zu schließen. Darum müsst ihr auch im Hinterland leben, seht ihr? Guckt mal, das ist meine Quackenstoffpuppe. Und sie hat jedem von euch was mitgebracht. Das ist nämlich ihre Art, Freundschaft zu schließen. Und so schenkt Niki dem kleinen Koalabären und dem Känguru ein Bonbon. Hier, das ist für dich. Wenn du es dir für später aufheben willst, von mir aus. So findet ihr nie Freunde, wenn ihr immer gleich wegrennt. Hallo. Das ist ein Warzenstein-Baby. Er sucht seine Eltern und wir werden ihm dabei helfen. Oh, da sind sie ja. Herr und Frau Warzenschwein, wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Ich muss sagen, du bist deinem Papa-Papi wie aus dem Gesicht geschnitten. Tja, Vater Warzenschwein ist nicht so freundlich. Es jagt Niki quer durch den Busch und als sie ihn endlich abgehängt hat, hat sie sich natürlich völlig verlaufen. Oh je, wie ich jetzt aussehe. Ich krieg ja vor mir eine Gänsehaut. Meine Puppe habe ich verloren und mein Kleid ist zerrissen. Ich hoffe wirklich, ich sehe nie wieder ein australisches Tier, solange ich lebe. Inzwischen sind Onkel Dagobert, Quack und der Verwalter Duke zu einem Erkundungsflug gestartet. Augen aufgesperrt, Quack. Sie können viel lernen, wenn Sie einem echten Piloten beim Fliegen zusehen. Ich bin schon mit mehr Flugzeugen hochgelandet, als Sie je fliegen werden. Ich habe gesagt, zusammenarbeiten, Quack, zusammenarbeiten. Bitte vielmals um Entschuldigung, Herr Duck. Sagen Sie, wonach suchen wir eigentlich? Sundowner behauptet, dass diese Irrlichter kleine Mini-UFOs sind. Aha, winzig kleine fliegende Untertassen mit winzig kleinen grünen Männchen, hä? Sagt er jedenfalls, ja. Drehen sie sich und glühen irgendwie? So ist es und sie kommen immer nur nachts. Sehr gut, ich dachte nämlich schon, wir hätten sie entdeckt. Hm? Ah, da sind sie. Ich wusste es, UFLPs. Was, UFLPs? Unidentifizierte fliegende Lichtphantome. Sie brechen ihren Angriff ab, zurück zur Heizschnuckenrennsch. Der Motor qualmt, das Fahrwerk kommt nicht raus. Ich fürchte, das wird eine Bruchlandung geben. Dann übernehme ich. Bruchlandungen sind nämlich meine Spezialität. Lassen Sie den Quatsch. Das habe ich mit Zusammenarbeit nicht gemeint. Genug jetzt. Es grenzt an ein Wunder, dass man das immer wieder überlebt. Nicht übel, hm? Diesmal hat das Flugzeug ganz schön was abgekriegt. Aber das ist für Onkel Dagobert nicht das Schlimmste. Denn als er erfährt, dass Niki verschwunden ist, gerät er schier außer sich. Wie kann man nur so nachlässig sein? Da lässt man euch nur mal 15 Minuten allein. Ehrlich gesagt, war sie schon nach 15 Sekunden verschwunden. Duke, Sundowner, wir drei leiten sofort eine Suche ein. Ja gut, wir vier. Hören Sie, Quack, Sie versuchen inzwischen mit den Kindern das Flugzeug wieder zum Fliegen zu bringen. Gehen wir, Männer. Dingo hat ihre Spur gefunden, Herr Duck. Sie kann nicht da lang gegangen sein. Der Köter hat ein Kaninchen oder sowas in der Nase. Köter? Ich will dir was sagen. Dingo hat sehr viel mehr Verstand als du. Und er zieht sich auch viel besser an. Jetzt hör mal, es geht hier nicht so eine Grippe sonst. Zusammenarbeit, Männer. Zusammenarbeit. Jetzt kommt's nur darauf an, die kleine Niki zu finden. Ich schlage vor, dass wir uns trennen und... Oh, was? Die Lichtphantome. Na, was? Niki! Sundowner! Duke, ist denn niemand hier?
Doch, ich bin hier, Herr Duck. Und haben Sie Duke gesehen? Tut mir leid, nein, Dingo ist auch weg. Ich hatte zwar gesagt, wir wollen uns trennen, aber doch nicht so. Wir müssen eben weitersuchen. Mickey! Inzwischen haben Quack und die Jungen die ganze Nacht am Flugzeug gebastelt. Tagestell, okay? Bis die Sonne aufgeht, haben wir es zusammengeflickt. Dann wollen wir mal sehen. Ui, das gehört gar nicht in den Motor. Da ist ja ein Boomerang. Ich wusste gar nicht, dass Boomerangs eine Antenne haben und eingebautes Licht und Computerchips. Was hat der im Motor zu suchen gehabt? Kapierst du immer noch nicht, Quack? Die Lichtphantome sind in Wirklichkeit ferngesteuerte Boomerangs. Mit der eingebauten Licht- und Energiequelle drehen sie sich so schnell, dass sie aussehen wie fliegende Untertassen. Oh, ist der aus Stahl gemacht? Aluminium, glaube ich. Die Kanten sind geschliffen. So haben die Onkel Dagoberts Schafen den Pudelschnitt verpasst. Die? Und wer sind nun diese Dies eigentlich? Na, die möchten, dass Onkel Dagobert mit der Schafzucht pleite geht. Dann schlage ich doch vor, wir bekämpfen Feuer mit Feuer. Oder besser gesagt, Boomerang mit Boomerang. Mann, wo hast du denn die gefunden? Als wir nach Material gesucht haben, um das Flugzeug zu flicken, habe ich die in Sundowners Zimmer entdeckt. Ein ganz schöner Schweinestall für einen Schafhirten, sage ich euch. Aber wie sollen wir damit ferngesteuerte Boomerangs bekämpfen? Oh, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Zur gleichen Zeit irren Onkel Dagobert und Sundowner noch immer im Busch umher. Mickey! Sie wissen doch hoffentlich, wo hier ein Wasserloch ist, ja? Kaum geht die Sonne auf, ist schon diese Affenhitze. Wozu hat man schließlich Freunde, Herr Duck? Sie und Jungs sind nicht nur meine Freunde. Sie sind vertrauenswürdige, zuverlässige und preiswerte Angestellte. Oh. Und jetzt gehen Sie und suchen Sie das Wasserloch, ja? Doch Onkel Dagoberts Verwalter Duke ist alles andere als ein Freund. Denn er ist es, der hinter den geheimnisvollen Angriffen mit den elektronischen UFOs steckt. Und er ist mit seinen beiden Komplizen ganz in der Nähe. Sie rücken uns ziemlich dicht auf den Pelzboss. Der alte Duck verkauft doch niemals seine Ranch, wenn er unsere geheimen Minen findet. Schluss jetzt mit den Spielchen, Kameraden. Der filzige Alte ist lange genug durch mein Fleisch reich geworden. Na, die werden super Zielscheiben abgeben, wenn die Sonne erst hoch genug steht. Inzwischen hat auch Niki die ganze Nacht allein im Busch verbracht. Das heißt, so allein nun auch wieder nicht, denn das Känguru und der Koalabär haben sich liebevoll um sie gekümmert. Bleib ja weg von mir! Quacky, du bist wieder da! Du bist zurückgekommen zu... Moment, Augenblick mal! Habt ihr das getan? Für mich? Dann habt ihr mich auch in der Nacht warm gehalten. Ihr seid so freundlich. Ja, ihr seid nur ein bisschen schüchtern. Oh, da ist wieder das kleine Warzenschwein. Kann es nicht ein bisschen besser auf sich aufpassen? Es muss hier in einen Brunnen gefallen sein. Bist du das kleine Warzenschwein? So, jetzt machen wir das, was uns Onkel Dagobert immer predigt. Wir arbeiten zusammen. Und so befreien Niki und ihre Freunde das kleine Warzenschwein aus dem Brunnen. Nur handelt es sich gar nicht um einen Brunnen, sondern um eine der Opalminen. Onkel Dagobert und Sundowner befinden sich ganz in der Nähe. Und ihnen wiederum ist der falsche Verwalter dicht auf den Fersen. Diese Brunnen meinten Sie mit Wasserloch? Oh, das sind wohl kaum Wasserlöcher, Herr Duck. Das sind Opalminen. Aber ich weiß immer noch nicht, was das für Dinger sind. Oh. Heilige Mammon, wir sitzen in der Falle. Da kommen Quack und die Kinder. Da sind Onkel Dagobert und Sundowner. Gleich werden die beiden auch wie die Pudel geschoren werden. Aber wer auch dahinter steckt, der hat nicht mit dem Erfindergeist der Entenhausener Fieselschweiflinge gerechnet. Achtung! Fertig und Boomerang! Yes! Die Jungen eröffnen das Feuer mit ihren Holzboomerangs gegen die sogenannten Irrlichter. Und nur Sekunden später haben sie sie zerstört. Na, das war's doch, Jungs. Jetzt weiß Onkel Dagobert hoffentlich, was wir wert sind. Ja, besonders, weil ja unsere Investition wieder zu uns zurückkommt. Aber so schnell geben die Gangster nicht auf. Machen wir Schluss mit dem Gamaschen-Heini da unten. Zeit für mein kleines Krummholz. Ja, schick es auf die Reise.
Hey, lassen Sie Onkel Dagobert in Ruhe! Ja, sowas, wenn das nicht die Kavallerie ist. Oh, nichts macht mir mehr Angst als ein zorniges kleines Mädchen. Vor allem eins mit einem so niedlichen Püppchen und einem Koalabären und einem Känguru und einem Hund. Und zwei wild gewordenen Warzenschweine. Schnappt sie euch! Tja, gegen Nickys Freunde haben diese Verbrecher natürlich keine Chance. Sogar die Eltern des kleinen Warzenschweins haben sich Nicky aus Dankbarkeit angeschlossen. Und so kommt schließlich alles wieder in Ordnung. Und als Duke dann Opale auf ihrem Weideland gefunden hat, dachte er, wenn sie mit der Wollproduktion in den Keller gehen, würden sie irgendwann schon verkaufen. Nun, sie werden jedenfalls jetzt hier meine Geschäfte leiten, Sundowner. Die Heidschnuckenrench und die Opalminen. Sehr gern, Herr Duck, solange ich mich dafür nicht so rausputzen muss wie dieser Fatzke Duke Duggan. Bleiben Sie so, wie Sie sind, dann sind Sie für den Job genau der richtige Mann. Ihr wart übrigens auch genau die richtigen Männer für den Job. Und du, Nicky? Wie hast du es nur geschafft, diese raffinierten Verbrecher zu überwältigen? Mit Teamwork, Onkel Dagobert. Teamwork. Onkel Dagobert und seine drei Großneffen Tick, Trick und Track befinden sich mal wieder in einem fernen Lande. Sie leiten eine Expedition, deren Ziel es ist, die alte, verschollene Stadt Troja wiederzufinden. Eine Gruppe von Arbeitern ist gerade dabei, laut singend eine große Figur in einem Felsen freizulegen, als plötzlich... Was hat die denn so erschreckt, Onkel Dagobert? Das wissen wir erst, wenn es uns auch erschreckt hat. Kommt, Kinder. Endlich. Danach haben wir gesucht. Nach einem großen Steinvogel? Das ist kein x-beliebiger Vogel, das ist ein Greif. Er soll davor warnen, dass hinter dieser Tür eine große Gefahr lauert. Gefahr? Alles Unfug natürlich. Er dachte, um Unbeherzte abzuschrecken. Kommt, helft mir, Kinder. Mit ein bisschen Glück finden wir die verschollene Stadt Troja. Unerschrocken betreten Onkel Dagobert und die Jungen die Höhle. Hatte ich doch recht. Das verschollene Troja ist nicht länger verschollen. Wir müssen uns einen neuen Namen dafür ausdenken. Ist das nicht wahnsinnig aufregend, Jungs? Ja, Onkel Dagobert. Ja, und wie? Sehr aufregend. Irgendwo in diesen Ruinen muss die trojanische Schatzkammer sein.
Und schon haben wir sie, die verborgenen Schätze des alten Troja. Achilles' goldener Streitwagen. Hektors goldener Speer. Ja, sowas, sogar das berühmte trojanische Pferd. Wer ist denn die Onkel Dagobert? Die schönste und berückendste Frau aller Zeit. Die schöne Helena. Auf in den Kampf, Kinder. Ehre und Ruhm sind unser. Ganz zu schweigen von den vielen Schätzen. Folgt mir, Krieger von Troja. Der Feind erwartet uns schon. Ja, also wenn das der Feind ist, dann gebe ich lieber auf. Oh, ein Minotaurus-Wächter. Was bewacht er denn? Die alten Trojaner glaubten an die Zauberkraft dieser großen Statue. Sie bedienten sich ihrer, um ganz besondere Schätze zu bewachen. Und die waren uns schon immer die Liebsten, nicht wahr, Onkel Dagobert? Sicher ist es in dem Stein da, den das Biest in den Händen hält. Wenn er aber nun wirklich Zauberkräfte hat, Onkel Dagobert! Ach, Unsinn, es ist doch nur eine Figur, nichts weiter. Dummer Aberglaube hat nichts zu suchen bei Forschungsarbeiten und schon gar nichts bei einer Schatzsuche. Oh, sie öffnen sich. Onkel Dagobert hat es geschafft. Er hat die Zauberharfe und natürlich auch viele andere Dinge aus der alten Stadt Troja gefunden. Nur Stunden später werden alle Fundstücke abtransportiert. Bis auf den riesigen Minotaurus, einer Figur mit einem großen menschlichen Körper und einem Stierkopf darauf. Diese Statue ist der Wächter der Zauberharfe. Und als die Dachs und die Arbeiter die Höhle verlassen haben, erwacht der Minotaurus zum Leben und nimmt die Verfolgung auf. Jammer, dass du die große Steinfigur nicht für dein Museum mitnehmen konntest, Onkel Dagobert. Die saß zu fest im Felsen. Wir hätten sie nie rausbekommen. Was meint ihr, ob sie in unseren Schrank passen würde? Da kriegen wir doch so gut wie alles rein. Nun, was haltet ihr von meinem Harfenspiel, hm? Naja, ich würde vielleicht doch dabei bleiben, an der Börse mit Geld zu spielen. Genau. Ach was, auch ein Harfenmeister fällt nicht vom Himmel. Wenn du schön fleißig übst, kann noch was aus dir werden. Oh, du hast wirklich recht, Rick. Das hat sich schon sehr viel besser angehört. Er bringt doch tatsächlich die Harfe zum Klingen und Singen. Klasse. Ich habe Nachforschungen angestellt. Helena besaß eine solche Harfe. Sie hatte sie angeblich stets bei sich. Man sagte, dass Zauberkraft die Harfe zum Singen brächte. Aber Onkel Dagobert, du glaubst doch nicht an Zauberei. Oh, ich habe sowas nie gesagt. Ich habe zu viele fantastische Dinge gesehen, die sich nur durch Zauberei erklären lassen. Das ist wohl wahr. Zauberei hat Onkel Dagobert schon genug erlebt. Schon allein durch die Hexe Gundel Gaukelei. Oh, Post zu kriegen ist was Schönes. Denn keiner schickt mir Rechnungen. Das wagt niemand. Aha, das neueste Schwindler- und Zauberer-Magazin. Dagobert hat Troja gefunden. Oh, wie ich diesen alten Knacker hasse. Er hat die Zauberharfe. Es ist wirklich die Zauberharfe. Die Legende sagt, die Harfe ließ Generäle erzittern, machte Könige machtlos und sie machte Helena von Troja zur schönsten Frau aller Zeiten. Wenn die Harfe das schon bei einem so gewöhnlichen Mädchen geschafft hat, denk nur, was sie aus mir macht. Ich muss die Harfe haben. Ich muss erfahren, was es damit auf sich hat. Dann werde ich die schönste Frau sein, wie vor mir, Helena von Troja. Das wird auch der Harfe schwer fallen. Ach, halt den Schnabel! Fragt sich nur, wie ich den Alten dazu kriege, mir die Harfe. Man sagt doch, dass kein Mann der Schönheit Helenas widerstehen konnte. Oh, ich weiß, Dagobert wird meinem Zauber nicht widerstehen können, weil ich aussehe wie Helena von Troja. Na, was sagst du, mein Kleiner? Kann ich mich so sehen lassen? Naja, wenn du nicht den Schnabel aufmachst. Lass mich nur machen. Dagobert Duck wird Wachs sein in meinen zarten Händen. Ich zieh wohl bessere Handschuhe an. Einen Tag später zu Hause bei Onkel Dagobert. Sie haben gezupft, Sir. Zeit, sich zur Arbeit fertig zu machen. Sehr wohl, Sir. Haben Sie schon über meine Gehaltserhöhung nachgedacht? Aha.
Oh ja, gewiss hab ich das. Ja, Johann, ich habe nachgedacht. Du schwindelst. Da macht sie's schon wieder. In der Tat recht seltsam. Aber was nun meine Gehaltserhöhung? Nun ja, es tut mir leid, aber ich fürchte, ich kann's mir einfach nicht leisten, Johann. Nein. Du schwindelst. Sie scheint jedes Mal zu singen, wenn Sie nicht ganz bei der Wahrheit bleiben. Ja, der Gedanke kam mir auch schon. Ich hab's, Johann. Ich werde unsere Theorie sofort auf die Probe stellen. Und so eilen Onkel Dagobert und Johann zum Zimmer der Kinder. Es war eine tolle Idee, die Luftmatratze mit Luft drin in den Schrank zu stopfen. Na, hör mal, du warst es doch, der gesagt hat, es dauert zu lange, die Luft rauszulassen. Fester drücken! Na, Kinder, habt ihr euer Zimmer aufgeräumt, wie ihr es versprochen hattet? Na ja, es ist doch ausgesprochen ordentlich, Onkel Dagobert, oder? Aha, und was habt ihr in den Schrank gesteckt? Oh, nichts, gar nichts, Onkel Dagobert! Ihr schwindelt! Ja, meine kleine Harfe weiß, wann ihr schwindelt! Werfen wir doch mal einen Blick daran. Mit dieser Harfe weiß ich nun immer, wann mich jemand beschwindelt. Das ist für dich natürlich toll, Onkel Dagobert. Oh, da fällt mir ein, wie macht ihr euch denn so in der Schule? Ja, also, Wie machen wir uns? Ja, leider müssen wir jetzt los, Onkel. Ja, Sie wissen, was das bedeutet, Johann. Dieses goldige Ding wird mich davor bewahren, dass mich jemand übers Ohr haut. In der Tat, Sir. Mit dieser Harfe in der Nähe werden wir aber in Zukunft ein schweres Leben haben. Ja, gehen wir irgendwo hin und denken mal ernsthaft darüber nach. In die Videospielhalle. Super Idee, kommt mit. Im Gegensatz zu den Kindern ist Onkel Dagobert natürlich ganz begeistert von der Zauberharfe. Allerdings ahnt er nicht, dass durch seine Harfe große Gefahren auf ihn zukommen. Denn erstens nähert sich der Minotaurus so allmählich Entenhausen und außerdem befindet sich Gundel Gaukelei in Gestalt der schönen Helena auf dem Weg in Onkel Dagoberts Büro. Onkel Dagobert aber probiert indessen mit wachsender Begeisterung die Zauberkraft seiner Harfe am Telefon aus. Und das ist das beste Angebot, das Sie mir machen können, ja? Das ist nicht wahr. Du schwindelst. Ist doch egal, wer das war. Wichtig ist nur, dass Sie mich übers Ohr hauen wollten. Jetzt verstehe ich, warum Helena von Troja Macht über alle hatte, weil niemand sie bemogeln konnte. Ja, wir werden großartige Geschäftspartner sein, du und ich. Ich habe zwar keinen Termin, Süßer, aber ich musste sie unbedingt sehen. Schöne Damen, die mir die Aufwartung machen wollen, brauchen keinen Termin. Nein, was für eine wunderschöne Harfe. Würden Sie mich gerne spielen hören? Ich mach das recht gut. Du schwindelst. Oh ja, Sie sind gut. danke schön. Vor allem, dass Sie so schön singen können, ohne die Lippen zu bewegen. Bauchredner, hm? Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber Sie kommen mir so bekannt vor. Sind wir uns vielleicht schon mal begegnet, hm? Oh, nein, das ist völlig unmöglich. Du schwindelst. Aber ich habe Sie stets sehr bewundert, verehrter Herr Duck. Nein. Hören Sie auf, Harfe zu spielen, damit wir uns unterhalten können. Nur nicht so hastig. Also gut, jetzt sagen Sie mir, wer Sie sind. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Gundel Gaukelei! Geben Sie den Schlüssel zum Schreibtisch her, oder? Oder ich zaubere große Kopfschmerzen in Ihren Kopf. Das ist der Kombinationsschraubstock. Da! Und das hier ist der Kombinationsflug. Nika! Wenn Sie mir den Schlüssel nicht geben, nehme ich eben den Schreibtisch. Und so rennt Gundel mit dem ganzen Schreibtisch auf den Händen zur Tür auf die Straße hinaus. Aber draußen gelingt es Onkel Dagobert, ihr das Möbelstück wieder zu entreißen. Nur leider rutscht es dabei die abschüssige Straße hinunter. Onkel Dagobert schafft es gerade noch aufzuspringen. Und nun rast er auf dem Schreibtisch sitzend durch die Straßen Entenhausens. Zur gleichen Zeit
verlassen die Kinder die Spielhalle, die sie besucht hatten. Es geht nichts über ein Videospiel, um sich aufzumuntern. So ist es. Das stimmt schon. Aber wir wissen immer noch nicht, was wir gegen die Harfe unternehmen sollen. Mit dieser singenden Petzliese im Hause kommen schwarze Zeiten auf uns zu. Hört mal, mit Onkel Dagobert kann man doch eigentlich reden. Am besten wir besprechen das mal mit ihm. Na schön, hören wir uns an, was er dazu zu sagen hat. Schreibtisch mit Onkel Dagobert drauf. Halte durch, Onkel Dagobert. Wir helfen dir. Er rast auf die Bucht zu. Nicht so schlimm, der Schreibtisch ist aus Holz, der schwimmt. Nein, nein, bitte nicht. Aber wenn ich doch bloß die Schublade aufkriegte. Ich hab die Harfe drin eingeschlossen. Das sieht mir sehr nach dem Ende unseres Harfenproblems aus. Beeilt euch, Kinder, tut was. Tja, was sollen wir denn tun? Hier, Onkel Dagobert, vielleicht kriegst du mit dem Rollschuhschlüssel die Schublade auf. Der Rollschuhschlüssel passt tatsächlich. Onkel Dagobert hat seine Harfe wieder. Also eilt er mit den Jungen nach Hause, um endlich sein neues Museum zu eröffnen. Inzwischen aber hat der riesige Minotaurus Entenhausen erreicht. Die Polizei hat deshalb sofort veranlasst, die ganze Stadt zu evakuieren. Ich sage euch, wir müssen auf der Hut sein. Sollte mich nicht wundern, wenn Gundel es wieder versucht. Weitergehen, weitergehen. Leute, nicht drängeln. Vor allem Ruhe bewahren. Ah, die drängen sich zu meiner Ausstellung wie zu einem dieser Popcorn-Konzerte. Was machen Sie noch hier, Herr Duck? Sie fragen mich, was ich hier mache, aber heute ist doch meine große Eröffnung. Ja, wissen Sie denn nicht, dass die Stadt evakuiert wird? Es kommt ein Riesenmonster auf uns zu, über den Grund des Ozeans. Onkel Dagobert, sieh mal, es stimmt. Sämtliche Autos flitzen von der Küste weg. Kommt alle mit, die Jungs und ich. Wir werden sehen, ob wir helfen können, das Monster aufzuhalten, was es auch sein mag. Ein riesiger, lebendig gewordener Steinkoloss mit dem Kopf eines Stiers und dem gewaltigen Körper eines... Der Minotaurus! Er kommt wegen der Harfe. Er wird schnurstracks zum Museum gehen. Trennt, Kinder. Meine Kaugummifabrik liegt direkt am Weg zu meinem Museum. Was will er in der Kaugummifabrik? Frag mich nicht. Mich auch nicht. Ich wette, er wird diese Straße herunterkommen. Und wenn wir jetzt... Schnell, Kinder, aufs Dach! Onkel Dagobert hat die ganze Kaugummimasse aus seiner Fabrik auf die Straße geschüttet, um so den Minotaurus aufzuhalten. Aber ob das klappt? Ich glaube ja nicht, dass der jemals aufgibt. Und ich glaube schon gar nicht, dass der Kaugummi ihn festhalten kann. Ja, dann bleibt uns wohl nur noch, ihm die Harfe wiederzugeben. Ah, da ist sie ja, meine schöne Harfe. Du kommst mit mir nach Hause und dann wollen wir sehen, wie viel Zauberkraft du wirklich hast. Sie hat deine Harfe, Onkel Dagobert. Zu spät, ihr Süßen. Gundel, Sie wissen nicht, was Sie da tun. Die Harfe gehört jetzt mir. Und dabei wollen wir es auch belassen, ja? Onkel Dagobert, was machst du denn? Oh, meine Harfe. Auf Wiedersehen, Frau Gaukelei. Aber Onkel Dagobert hat Gundel die Harfe entrissen und sie dem Minotaurus zugeworfen. Und nur Augenblicke später ist die Riesengestalt mit der Harfe verschwunden. Wie werde ich dich vermissen, meine wundervolle, goldige Harfe? Und das viele Geld, das ich mit deiner Hilfe hätte sparen können. Zu schade, dass deine Harfe jetzt futsch ist, Onkel Dagobert. Ja, das ist aber wirklich zu schade. Wer weiß, wozu es gut ist. Die Wahrheit zu wissen bedeutet oft sehr viel mehr Ärger, als die Wahrheit wert ist. Um ehrlich zu sein, so leid tut's mir gar nicht, dass die Harfe weg ist. Du Schnee!